Wir sind hier auf dem Tierparkturm auf knapp 30 Meter und haben einen wunderbaren Ausblick. Einerseits auf den Tierpark und in der Ferne natürlich auf Mieten, Rigi. Und wenn man ein bisschen runter schaut, vom Tierpark selber, sieht man viele Details, wie zum Beispiel das Loterholz. Dann aber auch Tieranlagen. Wenn man hier runter schaut, haben wir das Fuchsgehege. Auf dieser Seite dann Steinbock und Gämschi. Wenn wir auf diese Seite gehen, schauen, und auf dieser Seite sehen wir einerseits natürlich fast auf den Zug raus, auf dieser Seite wieder in die Mitte nur und gerade vor uns der Rossberg. Wenn wir jetzt hier wieder runter schauen, dann sehen wir auf der linken Seite die Futteranlage der Sika-Hirsche. Und hier oben ist halt mehr oder weniger eine Weganlage. Aber was man hier eindrücklich sieht, ist so der Schuttberg vom Goldauer Bergsturz, der 1806 oben runtergekommen ist. Schaut jetzt mal den Blickwinkel der Kinder. Ja, sie trauern nicht jedem. Vorsichtiger Fresser. Wir können zusammen einen Rundgang machen, und zwar geradeaus. Dort haben wir den Marder, den Baumarder drin. Dann können wir schauen, ob wir ihn sehen. Auf der rechten Seite haben wir noch das Gämschi. Und wenn man hier rein, gut hineinschaut, sieht man noch einen weissen Schneehase, der im Winter weiss ist und im Sommer braun. Da sind wir in der Anlage des Baumarder. Wenn man aufschaut, sehen wir, haben wir noch einen Rundgang für den Baumarder, wo er auch durchlaufen kann. Und dann hier Gitter oder ein Fenster, wo man in die Anlage rein schauen. Und dort ist er auf einem seiner Lieblingsplätze, wenn man beim Baumstamm schaut, wo oben dran so ein wie ein Vogelnest ist. Dort liegt er drauf oben. Wenn wir im Tierpark Führungen machen, dann haben wir auch Wege, die wir für die Öffentlichkeit nicht offen haben, die wir nur brauchen für Führungen. Und so können wir auch ganz spezielle Gebiete zeigen vom Tierpark, wo man sonst nicht gerade so zu Auge bekommt.